Tabellen sind auch in OneNote ähnlich wie beispielsweise in Word eine Möglichkeit, um Strukturen in ein Blatt zu bringen, um die Gestaltung etwas einfacher zu machen. Eine Tabelle kann man einfügen über das Menü Einfügen. Dann gibt es hier die Schaltfläche Tabellen und jetzt kann ich festlegen, wie viele Zeilen oder Spalten meine Tabelle haben soll. Das kann ich nachher jederzeit anpassen. Es wird nun ein Menü Tabelle hinzugefügt und hier habe ich alle Möglichkeiten, Spalten zu löschen und zählen oder solche darüber, darunter wieder einzufügen, Links- und Rechtsspalten einzufügen etc. Ich kann Rahmen ein- und ausblenden, allerdings nur den gesamten Rahmen, also ich kann nicht einzelne Zellen wie in Word den Rahmen in einzelnen Zellen einblenden oder ausblenden. Jetzt kann ich hier ganz normal schreiben. Mit der Tabulator-Taste springe ich zum nächsten Feld. Und wenn es fertig ist, mit der Tabulator-Taste weiterspringen, ergibt automatisch eine neue Zeile. Ich kann Tabellen auch einfach so beginnen, dass ich irgendwo etwas schreibe und dann die Tabulator-Taste drücke, dann macht er automatisch eine Tabelle draus und mit Enter komme ich auf die nächste Zeile. Da wird dann eine nächste eingefügt. In diese Tabellen hinein kann ich grundsätzlich weitere Tabellen einfügen, um weitere Unterstrukturen zu machen, wenn ich das brauche. Ich kann Bilder einfügen, ich kann Videos verlinken, also alles, was ich irgendwo sonst machen kann, kann ich auch innerhalb einer Tabelle machen und habe damit eben ganz viel Möglichkeit, Strukturen zu schaffen, die das Arbeiten erleichtern.